Ein 2:1 Auswärtssieg in Wolfsburg, mit dem keiner gerechnet hätte. Ein 4:0 zu Hause gegen Meppen. Ein 1:0 in Freiburg und zuletzt ein 2:0. Sophie Stabel hat den da vor der Auslinie noch weggekratzt. Und Lara Marti! Abgefälscht ein bisschen und Tufekovic geht auf Nummer sicher. 0-4. Also mit den deutlich besseren Möglichkeiten. Denn bei Hoffen. Super Ballmitnahme von Kögel. Gut umverteilt, Jill Bainz. Große Schritte in der Box. Jill Bainz. Ah, kann sie besser. Leverkusen ist nicht die ganz große Tormaschine. 22 Treffer erzielt, 23 kassiert. Krumbiegel mit einem Abschluss. Gegen zwei, gegen Naschenweng und gegen Specht. AVI. Ah. Was so sicherlich nicht in der Planung war. Und Amira Afoui stößt diese zweite Hälfte an. Ich bin gespannt. Holt den Ball nochmal wieder. Und nächster Abschluss. Das ist auch ein Kompliment an die Hintermannschaft von Leverkusen. Nicole Villa. Wohl ein bisschen zu sehr beschwert hat, aber trotzdem nachvollziehbar. Ecke Hoffenheim. Oh, Repol angegangen von Bühler. Das ist für mich auch eine gelbe. Also, Spiel wird offener. Mimeti. Langer Ball, Giacoli. Giacoli gegen Turani und Friedrich. Colli. Und sie gibt den Elfmeter. Sie gibt den Elfmeter. Chiara Bücher kriegt die gelbe. Harte Entscheidung. Aber Hoffenheim mit dem 1:0 durch den Elfmeter von Jana Feldkamp. Es fragt nachher keiner mehr, ob das verdient ist oder nicht. In vielen Möglichkeiten gemacht. Und Hoffenheim eiskalt. Ein Konter, bisschen unglücklich, harte Entscheidung für meinen Geschmack, aber vertretbar. Der Elfmeter von Annika Kost. Gleich wissen wir, was es heißt. Arm geht hoch. Zentral und Abschluss von Ostermeier nochmal. Und das, boah, strittige Szene, vielleicht ein Handspiel von Linda. Das war's, 1:0, Arbeitssieg, TSG Hoffenheim und die Leverkusenerinnen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.